Wir schauen weiter und hier sehen wir die Tasche dann etwas genauer. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, vielen lieben Dank für die Nachfrage. Ja, mir geht schon besser. Etwas. Wir bereinigen all deine Themen gemeinsam mit den Engeln. Nice, Digga. Die ganzen Medikamente, Tabletten, Neocitran. Yeah, Mann! Und auch viel Bullshit-TV haben genutzt. Und dementsprechend fühle ich mich fit für einen neuen Detektivfall. Feier ich auf jeden Fall. Ich war am Montag ganz gemütlich auf meiner Couch, hab's mir gemütlich gemacht, die Füße hochgelagert und um 20.15 Uhr RTL 2 eingeschaltet, um eine weitere Folge der Geistensland zu sehen. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ein Geistens-Fan. Ich finde immer wieder viele Aussprüche von Robert und seiner Carmen, aber wie auch von den verwöhnten Frastern Davina und Shania, wie ich mich auskenne, gell? Habe nichts Böses gedacht, war bereit für ein weiteres Abenteuer der Geissens. Es geht nach Dubai. Es war für mich sehr, sehr spannend. Hab da Dinge entdeckt, die ich, ja, erwähnenswert bzw. äußerst komisch gefunden habe. Diese Dinge werden wir uns gemeinsam ansehen. Leider kann ich nicht das komplette Video darauf reagieren in diesem Video. Es wird hundertprozentig gestrikt werden von RTL 2. Deswegen habe ich euch den Link zu TV Now jetzt in meiner Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch selbst nochmal davon überzeugen, was da unterwegs war. Aber ich habe einzelne Screenshots aus dem Video heraus getätigt und die werden wir jetzt einfach mal gemeinsam begutachten und uns auf die Spurensuche begeben. Also, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, die sind in Dubai unterwegs, mein Akku ist aus und sind da unterwegs zu einer Mall. Der Papa fährt natürlich vor, ganz babomäßig mit seinem Brabus G-Klassen G-Wagon und hat natürlich, so wie es sich für einen Prolo gehört, fett einmal den Ärmel aus dem offenen Fenster gehängt und ich denke mir schon, oh, der Papi am Flexen mit seinem Off-White Hoodie, Weste, whatever. Denk mir nichts Großartiges dabei, die haben ja Kohle ohne Ende und sind ja selbst auch mit Roberto Gaisini in Deutschland ganz gut vertreten mit ihrer Marke. Bis er da hineinfährt und sich einmal an erster Stelle direkt den Spoiler abradiert mit dem oberen Dach, ja, haben wir wohl den Platz nicht gut einschätzen können, kann passieren. Und als er aussteigt und nach hinten geht, um den Schaden zu begutachten, packe ich mein Leben einfach nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das einleiten soll, ich zeige es euch einfach. Ich präsentiere Robert Geiss Off-White Weste. Was ist das? Bitte, was soll das sein? Das ist von oben bis unten eine absolute Katastrophe. Also, das hier soll das Off-White-Kreuz sein. Für mich schaut das aus wie das Haus vom Nikolaus, aber niemals wie Off-White. Er deutet da noch so nach oben. Ich weiß gar nicht, wo ich die größere Katastrophe sehe. Den Schaden von mehreren tausend Euro oder den Augenschaden von mehreren tausend Euro, den mein Optiker sicher nicht mehr unter Kontrolle bringt. Beim Aussteigen selber sind mir seine tollen Schuhe aufgefallen. Also, wir sehen da diese Off-White Vapor Max, so auf den ersten Blick eigentlich nichts zu verwerfen, bis auf den Kotzreiz, der entsteht, wenn er sich dann umdreht und man die Jacke begutachten kann. Wenn er jetzt da graziös nach oben klettert wie ein Affe, um den Spoiler versuchen zu richten, sieht man die Schuhe dann schon etwas besser und sie kommen einem doch sehr komisch vor von der Form. Und wenn man dann etwas näher sieht zu der Innenschrift, wo dann steht Oregon, UK, Off-White, Nike, bla bla bla, sieht man, dass die eindeutig nicht original sind. Die Schrift ist ausgebleicht bei den Originalen, da ist sie so prägnant wie die restliche optische Vergewaltigung auf der Weste. Also, ja, jetzt ist der Millionär. Jetzt hast du einiges an Kohle am Konto. Wieso leistet er sich nichts Originales? Jetzt sagen natürlich andere, ja, nur weil man Millionär ist, heißt das ja nicht, dass man sich die Originale leisten muss. Man kann sich ja auch Fakes kaufen und zugeben, dass die Fake sind. Das Ding ist halt, wenn man selbst eine Modemarke besitzt und logischerweise nicht möchte, dass von der eigenen Marke hier Duplikate angefertigt und zu billigeren Preisen verkauft werden, weil man ja sonst Einbußen hat, sollte man das auch selbst verkörpern. Ist ja auch zum Beispiel schlecht, wenn ich ein veganes Restaurant eröffne, hier protestiere gegen den Verzehr von Tieren und in der Mittagspause dann mein Schnitzel fresse. Kommt für mich nicht ganz zusammen. Aber okay, sei dahingestellt, wir schauen uns noch ein paar nette Fotos an. Also wirklich ganz, ganz tolle Weste, auch hier in der Kombi mit den Schuhen. Wirklich ein absoluter Traum. Nicht auch hier, wie er das trägt, sportlich anscheinend auch diese Jacke, sehr, sehr praktisch. Diese Schuhe, also kann man sich auf alle Fälle gönnen. Wie schaut das einfach aus? Mehrere Aufnahmen, also ich hab mich nicht lumpen lassen und habe da wirklich mehrere Aufnahmen getätigt, denn dieses Seeing Things, das ist fast so groß wie die Streifen von Off-White sind, schaut wirklich auch
ganz, ganz toll aus. Also wirklich ein gelungenes Design. Würde ich mir sogar selber kaufen. Gut, er regt sich natürlich jetzt irrsinnig drüber auf, dass der Spoiler oben abgerissen ist und beschuldigt jetzt seine Gattin. Ich weiß nicht, was in dem Foto schlimmer ist, das Outfit oder... Ja, es tut einfach auch weh im Herzen von Autoliebhabern, dass man so dumm sein kann und sein eigenes Auto nicht kennt und sich einfach mal den Spoiler abreißt. Ja, er ist natürlich dementsprechend enttäuscht und zieht dann auch enttäuscht von dannen in seinem super tollen Haus von Nikolaus Outfit. Toll. Wer aber glaubt, das war's? Das war's noch lange nicht. Die entladen dann ihr Fahrzeug und Shania nimmt ihren Koffer raus. Was? Nein, was ist das? Das schaut aus wie eine Plastikzigarettenschachtel mit einem Off-White-Kleber, der auch kopiert und nachproduziert ist. Also diesen Koffer gibt es natürlich nicht. Also selten so einen Schatz gesehen. Keine Ahnung, wo das herkommen soll. Aber sie hat dann später noch posiert für Instagram mit ihrem super tollen Koffer. Na, so ist der Tag vorbeigegangen. Sie waren dann noch unterwegs. Und am nächsten Tag ging es dann in eine weitere Mall. Der Papa ist natürlich mit den Yeezy unterwegs. Also modebewusst wie er ist, trägt er da seine Yeezys. Die aber für mich auch etwas komisch aussehen, weil der Gummi, der normalerweise wie ein Schlauchboot nach außen geformt ist, hier nicht vorhanden ist. Also es schaut relativ straight nach unten aus. Sie leuchten auch sehr, sehr stark, will aber nichts verwerfen. Jetzt sind die unterwegs, schauen sich da unterschiedliche Perücken an und auf einmal sticht mir diese Tasche ins Auge. Eine angebliche Balenciaga-Tasche. Für mich aber sehr verwunderlich, dass diese Balenciaga-Font so weit auseinandergezogen ist, dass sie fast schon die Off-White-Streifen imitieren. Vielleicht wollten sie sich an das Haus von Nikolaus anpassen, macht Balenciaga aber prinzipiell nicht. Kann man auch nicht viel sagen. Ich bin ja auch kein Taschenexperte. Wir schauen uns die weiteren Fotos an. Hier nochmal die sehr langgezogenen Adidas Yeezy. Also vielleicht hat er Schuhgröße 49 und dadurch ergibt sich, dass das Modell so langgezogen aussieht. Aber ja, wir schauen weiter und hier sehen wir die Tasche dann etwas genauer. Was ist das, Freunde? Was soll das einfach sein? Das ist eine angebliche Balenciaga-Tasche. Ich kann nicht zu 100% sagen, dass diese Tasche fake ist, aber es schaut für mich sehr stark nach einem Fake aus. Und auch dieser Gurt, dieser braune mit diesem Druck, also das Modell, wäre mir noch niemals untergekommen. Finde ich sehr, sehr komisch. So soll es sein. Das war dieser tolle Tag, beziehungsweise die zwei tollen Tage, die die Geissens da vollbracht haben. Laufstecktauglich sind sie da mit ihren neuesten Modemarken unterwegs gewesen, die im Endeffekt gemeinsam genauso viel gekostet haben, wie das, was in der Gucci-Tasche von unserem drin war. Also alles in allem ein sehr gelungener Tag. Sie haben sich da modisch wirklich super präsentiert. Liebe Freunde, das war unsere Detektivsuche auf der Suche nach den Fakes bei den Geissens. Schreibt mir aber auch in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, das ist Pflicht. Und wenn du noch nicht abonniert hast, Alter, dann gleich mal unten bei den Abos. Willkommen in der Maximilian Detektiv Army. Liebe Freunde, das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Apropos, meine neue Modemarke Upcoming gibt's in den laufenden Videos immer mehr und mehr Infos. Das war's von mir, euer Maximilian. Darin enthalten sind Snacks, Getränke und es gibt auch ein Skript. Nice, Digga.